Hohe Berge, tiefe Fjorde, rauer Nordatlantik, einsame Sandstrände, Segeln im Schneetreiben, einsame Ankerbuchten und die Mitternachtssonne. 3.500 Seemeilen. Segeln in Norwegen. Auf unserem Weg nach Süden sind wir in der kleinen Marina Klokkergarden angekommen. Sie liegt auf der wunderschönen Insel Rødøya. Nun sind wir nur noch wenige Meilen vom Polarkreis entfernt. Wir wollen uns jetzt Anfang Juni 2 Tage Zeit nehmen, diese wunderschöne Insel etwas genauer kennenzulernen und wissen noch nicht, welche Überraschungen hier auf uns warten. Als erstes wollen wir auf den Löwenkopf, den Rødøya-Løver. Er ist das Wahrzeichen der Insel und ragt 440 Meter senkrecht aus dem Wasser. Wie mittlerweile an vielen Orten in Norwegen haben auch hier Sherpas für einen Teil des Wegs nach oben eine Treppe aus Natursteinplatten gelegt. Das Wetter ist ziemlich bedeckt und im Laufe des Tages sind mal wieder leider Schauer vorhergesagt. Als der Wald beginnt, entdecken wir ein einsames Gravel-Bike mit ziemlich hochwertiger Tourenausstattung. Wer hat das denn hier abgestellt auf einer Insel vor der Küste von Norwegen? Dann entdecken wir ein Schild, wo die Besucherinnen aufgefordert werden, für die Steintreppe zu spenden. Die beginnt dann wenige Meter später. Die Natursteintreppe führt durch das gesamte Tal mit vielen hundert Stufen nach oben. Auf unserem Weg nach oben kommt uns dann ein junger Deutscher entgegen. Der Besitzer des Gravelbikes. Wir wissen noch nicht, dass wir uns wiedersehen werden und gehen erstmal weiter nach oben. Wieder richtig Wetterglück. Kaum erste Etappe nach oben erreicht. Stehe ich in der Wolke. Egal. Nach unten ist die Sicht noch einigermaßen okay. Ich kann sehen, dass ein paar Besucherboote an dem zweiten Steg festgemacht haben. Absicht, das lohnt von der Aussicht her. Ein paar Meter mache ich noch und dann mal schauen. Nun hat die Steintreppe aufgehört, aber die Sicht ist schlecht. Na prima, da oben ist der Gipfel, ganz toll. Aber auch von hier schon eine schöne Aussicht. Ich meine, es geht schöner. Mit dem Wetter. Ich beschließe, bei diesen Bedingungen nicht bis zum Gipfel zu gehen. Dieser starke Wind und der Nebel sind nicht besonders förderlich für meine Höhenangst. Auf unserem Weg nach unten klart es dann doch zunehmend auf. Und wir können doch noch, zumindest von dieser Höhe aus, die schöne Aussicht genießen. Thank you.
Mittlerweile ist ganz oben auch wieder freie Sicht, aber wir entschließen uns doch lieber wieder zum Boot zurückzugehen. Das Gravelbike finden wir nicht mehr. Ist denn der sportliche Radler schon weg? Nein. Kurze Zeit später kommt uns Benny Grams besuchen. Benny ist ein Ausnahmeathlet. Mit seinem Gravelbike ist er gerade auf dem Weg zum Nordkap. Er macht eine 4000 Kilometer lange Bikepacking-Tour durch Norwegen. Wir erfahren, dass Benny professioneller Parkour-Athlet ist und sein Geld unter anderem mit Fernsehshows wie den Ninja Warriors verdient und dort mächtig viele Preise abräumt. Über seine unglaublich vielfältigen sportlichen Höchstleistungen berichtet er auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Hier berichtet er auch täglich über seine Erlebnisse auf der 4000 Kilometer langen Bikepacking-Tour zum Nordkap. Mit einer Tasse heißem Tee wärmen wir uns unter Deck auf. Wir erinnern uns noch gut an unseren Besuch am Nordkap, als wir von Skorsvåg, dem nördlichsten Hafen Norwegens, mit unseren Falträdern zum Nordkap geradelt waren. Okay, da hinten ist das Plateau. Da geht's also hin. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Das ist ein bisschen der Hammer. Die Straße da hoch. Alter. So, nach 2 Monaten mit dem Segelboot und 15 Kilometer mit dem Brompton sind wir hier am Nordkap. Wunderbar, die genauen Daten weiß ich natürlich gar nicht mehr, wie viele Seemeilen es waren etc. Ich weiß nur, heute scheint die Sonne und das ist großartig. Benny wird in wenigen Wochen das Erreichen des Nordkaps so erleben. Also die letzten 30 Kilometer zum Nordkap hoch, die sind echtes Geduldsspielchen. Nach jeder Kuppe, wo du denkst, jetzt ist langsam mal flach oder geht's gleich bis da, kommt noch ein Anstieg, noch ein Anstieg. Das war eine tolle Begegnung mit dir, Benny, und danke dafür, dass du uns dein Video zur Verfügung gestellt hast, wie du den Gipfel hier auf Rødøya 2 Stunden vor uns erlebt hast.
Am nächsten Tag machen wir uns auf, die Westküste von Rodeoya zu erkunden. Wir wollen zu den großen Sandstränden, von denen wir gehört haben, und zur Steinkirke, einer großen, aber sehr versteckt liegenden Höhle. Haben wir die Küste unterhalb des Löwenkopfes erreicht, fängt es an zu regnen und wir machen eine überraschende Entdeckung. Für uns gefühlt in the middle of nowhere hat jemand eine Kunststatue unterhalb des Löwenkopfes auf Rodeoya auf einen Fels platziert. Dann entdecken wir hier am Strand eine etwas merkwürdige Unterkunft und lernen etwas über die Vergangenheit hier in Norwegen. Bereits zur Steinzeit war diese Insel an dieser Stelle hier besiedelt. Eine Schutzhütte aus dem Steinzeitalter. Ich sehe es an dem Mobiliar ganz deutlich. Und weitere Bauwerke sind nicht weit, wie diese improvisierte Dusche an einem Bachlauf. Natürlich mit frischem, fließend kaltem Wasser. Dusche direkt aus dem Flusswasser. Weil da vorne ist der Badestrand. Wir sind auf der Suche nach einer besonderen Höhle, der Steinkirke. Doch wir können sie nicht finden. Komplett in der Wolke. Der Kopf vom Löwen. Und ich muss mich mit dem Schwenk beeilen. Einen Sonnenschein noch mitzukriegen. Hammer. Wir geben die Suche nach der Höhle einfach auf und beschließen, diese großartigen Sandstrände einfach zu genießen. Thank you.
Im nächsten Teil machen wir uns auf zu einer Nachtfahrt nach Süden über den Polarkreis. Wir segeln zur Inselgruppe Träna mit ihren sehr markanten Felsformationen. Auf dem gesamten Archipel wohnen nur 440 Menschen.